Moinsen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen, wirklich ganz, ganz kurzen Folge vom GameStar Simulator. Eine Sonderfolge. Und zwar möchte ich euch die am gestrigen Abend bereitgestellten Updates vorstellen. Ja? Und zwar, wir fangen direkt mal an. Ich will euch nicht vorgreifen, ja, also schaut euch nicht zu dolle um. Das hier ist, nachdem ich die Folgen schon alle abgedreht habe. Das heißt, bis Sonntag sind jetzt schon alle Folgen abgedreht. Gedreht hört sich an, als wäre ich voll das Filmstudio hier. Nein. Es ist eigentlich schon fertig. Für Montag ist schon das neue Spiel auch schon im Machen. Das heißt, das jetzt hier heute ist eigentlich für übernächste Woche oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin selbst gerade ein bisschen... Ist noch früh. Also verzeiht es mir. Ich möchte euch nur diese neuen Updates vorstellen. Und zwar fangen wir da hinten einmal an. Ja. Guckt euch das hier an. Ach, egal. Ist klar, ne? Mit Spiele und so. Jetzt füllen wir das auf. Ist nur ein kleines Update. Ich möchte es euch halt trotzdem einfach nur zeigen. So, jetzt schaut hier. Platzieren, entfernen. Das hätten wir dann damit auch. Oh, falsche. Bitte. Gut, dass es da steht, sonst wäre ich jetzt... Wettrennen war es natürlich so. Oh, Wettrennen ist nicht ganz so teuer. Zack, zack. So, und das war's dann auch schon damit. Mein Regal ist wieder aufgefüllt. Bis nächstes Mal, wenn wir dann spielen. So, und nun kommt das hier. Wir gehen auf Internet, Mitarbeiter einstellen. Und seht da, wir haben den Saugroboter und den Sicherheitsmann. So, den nehmen wir dann jetzt mal. Und auch den Sicherheitstypen. $90 pro Tag ist schon eine ganze Menge. Ja, das sind 900... Ne, für die Zeit, die eingestellt ist. Bei dem weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Na egal. Wir machen jetzt aber keinen Feuerwehrmann. Wir lassen sie drinnen. Und probieren das doch gleich mal aus. Da ist der Security-Typ. So, wo ist mein Saugbot? Ah, da ist er. Okay, ich würde sagen, wir öffnen da mal. Lassen die Leute mal rein. Okay, der Reiniger kostet auch. Das heißt 1800. Für 10 Tage. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wie das hier läuft. Hier ist der Security-Typ. Wir können mit dem Kürbiskopf nichts anfangen. Aber wir warten jetzt, bis die ersten Kunden reinspaziert kommen. Und der erste Dieb natürlich, ne? Wir wollen ja wissen, ob er ihn wirklich abhält davon, reinzukommen. Und wenn der jetzt was kauft und direkt macht, würde ich gerne wissen, ob der direkt losfährt. Oder ob der erst bei einer bestimmten Grad der Verschmutzung losdüst. Wir schauen mal. Noch kein Dieb in Sicht. Der wollte nichts kaufen. Es soll so sein, dass wenn wir den da stehen haben, dass die Diebe gar nicht erst durch die Tür kommen. Ja, er schnappt sie sich direkt vor der Tür. Und verhaut die. Na klar, jetzt kommt kein Dieb, ne? Sonst ist er eigentlich immer der Erste, der rein will. Und jetzt? Ey, mach nicht so einen Stress hier. Fragen. Okay. Wo du bauen kannst, nimm schnell das. Komm. So. Es ist Schmutz. Und er fährt los. Zack, weg. Haha, geil. Okay. So, jetzt fehlt nur noch ein Dieb. Hör auf. So, ob sie jetzt weniger Schmutz macht? Okay, ich würde gerne den Dieb sehen. Natürlich kommt jetzt keiner, war ja klar, ne? Okay, er fährt los. Da vorne hat er den Schmutz beseitigt. Und den nimmt er jetzt auch, ja?
Ach, ist das nicht schick. Ich brauche nicht mehr so viel laufen. So, du möchtest die Simulation. Du möchtest Sandburgen bauen, ist kein Problem. Ich muss aber raus, ich will zu dem Security-Typen. Sag mal, wo bleiben denn jetzt die Diebe? Die wollen mich doch echt verarschen, wollen die mich doch. Okay. Ich stelle mich hier hin. Sehe ich dann die Diebe? Nein. Das ist alles so blöd gemacht. Warte, ich stelle mich jetzt hier hin. Gucke nicht so weit in die Ecken, damit die da trotzdem kommen. Weil wenn ich jetzt so gucke, kommen die da bestimmt nicht mehr lang gelaufen, oder? Ja, sieht ganz so aus. Okay, im Moment kommt gar keiner. Ach doch, da. Okay, ich muss doch Fragen beantworten gehen. Wo du bauen kannst. Hier, schnell, mach hinne. Ich habe alle Fragen und... Ich muss mich beeilen hier. Du möchtest jemanden verprügeln? Was ist mit dir? Du möchtest Jump and Run. Okay, kriegen wir sehr gut hin. Na, wo bleiben denn jetzt die Diebe? Das ist doch nicht wahr, oder? Was? War woanders lang. Ich stehe hier. So. Diebe, Diebe. Wenigstens einer. Kommt schon. Ist es denn wahr? Sonst sind die ersten, die da sind. Minimum zwei Stück. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Jetzt will ich euch das zeigen und nichts passiert. Okay, dann machen wir schnell das. Du möchtest auch Bulldozer betreiben. Du möchtest springen. Mach das. Oh Gott, so viele. So, die müssen jetzt erstmal warten. Ich muss gucken nach Dieb. Okay, hier kommt kein Dieb. Vielleicht, Routine leben. Geh weg. So. Kann gut sein, dass, ja, die Übersetzung jetzt nicht so toll war. Dass es auch einfach heißt, es kommt gar kein Dieb erst hier vorne her, solange der Typ da steht. Das kann natürlich auch sein, ne? Wir warten jetzt mal ab. Weil eigentlich müsste Dieb schon längst da gewesen sein. Ich schau mal, wenn er zu Ende der Folge noch keiner da war, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass die gar nicht erst durch die Tür treten oder gar nicht erst auftreten. Weil der Typ da steht. Ah, es ist echt... Normalerweise hätten wir jetzt schon echt Full House mit Dieben. Aber... Er kommt einfach nicht. Ja, wo du bauen kannst, nimm das, bitteschön. Männer. Gut. Nee, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass der Dieb kommt, solange der da steht. Alle abgeschreckt, würde ich dann mal sagen. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Du möchtest was bauen. Du möchtest Action. Was möchtest du? Du möchtest jemanden verprügeln? Kein Problem. Aha. Okay, das ist echt schön, dass der hier sauber macht. Ja, Leute. Der erste Tag. Huch. Ohne Diebe. Der erste Tag mit Saugroboter, der hier sauber gemacht hat. Man kann ihn nicht anklicken, gar nichts. Das ist genauso wie unseren Mitarbeiter hier draußen. Okay.
Dann, meine Freunde, soll es das auch gewesen sein. Ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, damit ihr die Updates seht. Falls wieder irgendwas sein sollte, so von wegen Fehler wie bei dem bei der Immobilie hier. Oder stand so, ja, erwerben, und ich denke mir so, oh, macht er den Laden noch größer? Aber nein, er hat mir nur Geld abgezogen und nichts passiert. Ja, das ist alles. Ja. Dann, meine Freunde, soll es das gewesen sein? Hier ist nichts dazugekommen. Nein. Es wurden zwar auch noch ein paar Bugfixes gemacht, aber da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Kommt vielleicht irgendwann, vielleicht werde ich es irgendwann merken. Aber jetzt gerade habe ich nichts gemerkt. War wie immer. Außer, was erfreulich ist, dass halt keine Diebe kommt durch den Security-Kürbiskopf da vorne. Naja, dann ja, wünsche ich euch alles Gute. Ja, bis Sonntag geht dieses Let's Play noch. Und dann kommt das neue Spiel. Ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erwähnt. Und für die, die es noch nicht wissen, sage ich es jetzt nicht. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall mega lustig und chaotisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Und macht's gut. Ciao.